Advanced Acoustic Serie von Ibanez. Fünf neue Modelle und jeweils mit Thermo-Aged die Hölzer. Ich glaube, der ruft jetzt noch bei Ibanez. Was haben die für Telefonnummer gehabt? Ich glaube, das hat 32 16 8. Hoffentlich ist es nicht belegt. Schauen wir mal. Ja, hi, servus, Bad Michael ist dran, Musikstudio Bad Anstock bei Music Shop. Servus, Markus. Du, ich habe jetzt gerade den Ibanez-Katalog durchgeschaut und hey, man denkt, hey, warte da auf diese Seite 112 vom Katalog und dann diese Advanced Akustik getan, weil da steht dort fünf neue Modelle. Eigentlich schauen gar nicht schlecht aus. Hey, magst du mir die schicken? Das war eine richtig coole Sache. Nächste Woche haben sie da? Ja, das machen wir. Ja, passt. Hey, danke dabei, gell? Bis dann, servus, fertig. Eine Woche vergangen und ich zeige euch jetzt mal diese fünf Gitarren. Das Coole ist an dieser Advanced-Serie, die Gitarren die sind alle relativ gleich, bloß die haben unterschiedliche Qualitätsniveaus. Aber was rede ich? Ich hole jetzt einfach mal die erste, ich komme gleich wieder. So, das ist jetzt die erste, eine Ibanez AAD100 OPN, Open Natural müsste es heißen. Und ja, schaut euch das Ding mal an. Ein Mahagoni-Korpus, Mahagoni-Holz, Mahagoni-Zagen und eine Decke aus Fichte natürlich. Und wie ich vorhin schon beim Intro vom Video gesagt habe, diese Decken sind thermo-aged, beziehungsweise das Holz ist thermo-aged. Das heißt, diese Hölzer die sind auf einer bestimmten Temperatur gebacken worden oder ja, gebacken worden. Und die Gitarren, nicht die Gitarren, dieses Holz nimmt dann quasi eine Struktur an. Dass die Gitarre dann so klingt, als wäre die Gitarre schon 30 Jahre oder so gespielt worden. Man hört diesen Unterschied tatsächlich, das ist jetzt kein Witz, was ich euch erzähle. Das könnt ihr gerne mal, wenn ihr mal so Advanced irgendwo findet, ausprobieren. So, das ist wie gesagt, das ist jetzt die einfache Variante von dieser Thermo-Aged Ibanez. Was ich noch sagen möchte, die haben einen neuen Holz. Moment, mal schnell kurz scharf stellen, eine neue Kopfplatte entwickelt. Und zwar war die Idee folgende, dass die Seiten hier einfach nicht mehr einen Knick machen, sondern dass die gerade durch den Sattel rauflaufen zu die, sagt es mal, zur Mechanik, quasi hochlaufen. Ja, das gleiche Modell gibt es natürlich auch in komplett Mahagoni. Ich komme gleich wieder. So, Freunde, gleiches Modell wieder, nur dass ich hier jetzt eine Mahagoni-Decke habe, die wo tatsächlich, ja, massiv bei dem Preis musste schon massiv sein. Natürlich arbeitet die Decke. Ich sage immer die Decke, gell? Der Boden natürlich ist auch wieder aus Mahagoni, die Zagen aus Mahagoni, Holz aus Mahagoni. Oder dieser neue, sagt es mal, der neue Headstock. Und ja. Nach der Gitarrenpräsentation spiele ich die Gitarre wieder vor, gell? Also nicht abschalten. So, jetzt aber wieder zurück zum Thema. Diese Gitarre gibt es natürlich, also diese Gitarren, so muss ich sagen, gibt es natürlich auch mit Tonabnehmersystemen. Das ist jetzt die nächste. So, das Modell haben wir eigentlich schon gehabt, gell? Das war die AAD100, das ist jetzt aber die AAD100E OPN, also das E natürlich wieder für Electronics. Wie ihr sehen könnt, ich habe auch was Neues gemacht. Man hat hier einfach zwei Pottis reingemacht anstatt diesen fetten Blatschari, sagt man da auf Bayerisch, gell? Macht natürlich die Gitarre einen Tacken leichter und auch Schwingungsverhältnis wird sich durch das wahrscheinlich auch bestimmt einiges verbessern oder ändern natürlich. Dann der Stöpsel geht unten beim Gurtpin rein. Und jetzt wird es interessant, der Tonabnehmer. Da muss ich jetzt kurz scharf stellen wieder. Seht ihr das? Jetzt ist der Tonabnehmer. Das ist hier dieses kleine. Dieser kleine. Sorry. Hier dieses kleine Single-Coil, der Tonabnehmer.
Was auch ganz cool ist, das habe ich jetzt gerade noch entdeckt, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, der Sattel, der schaut mich tatsächlich an, als wäre der aus Knochenmaterial. Oder zumindest was ähnliches wie Knochen. Also eine sehr solide Gitarre. So, diese Gitarre gibt es natürlich auch noch in einer, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, in einer Higher Level Grade mit Cutaway. Das ist jetzt die nächste. So, das ist jetzt die AAD 170. Ich muss mir jetzt einen Schmarrn verzeihen. Die 170 CE. Das CE natürlich C für Cutaway. Den habe ich hier, dass ich um die Lagen besser spülen kann. Und die natürlich wieder für die Electronics. Wenn wir schauen, wieder ein Mahagoni-Korpus. Und das ist jetzt schon ein bisschen hochwertigeres Holz, das sieht man auch. Ich weiß nicht, ob man es jetzt über Kamera sieht, aber ich sehe das und sage es euch natürlich. Jetzt sage ich wieder Mahagoni. Und hier ist jetzt auch die, wie sagt man denn, die Rosette. Schon sehr hochwertig eingefasst, also das sind keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Holzringe sind da eingefasst. Also schaut sehr, sehr edel aus. Natürlich hier wieder unser Single Coil Pickup. Und was auch ganz cool ist, ich habe hier einen Ausschnitt am Cutaway, also am Necktoe, Neck Heel sagt man, glaube ich, gell? Am Holzfuß, sagen wir es einfach so. Das ist einfach, habe ich quasi einen Ausschnitt, also ich komme hier wirklich easy peasy, viel leichter hoch zur Gitarre. Was ihr jetzt hier noch seht, hier ist noch ein kleines Mackerl drauf, das erklärt mir jetzt nochmal die Preamp Controls, also der. Dieser Schalter hier vorne, also der rechte von mir aus gesehen, Volume, und der rechte Schalter ist der Tone Potty. Der hat tatsächlich hier so einen Nullpunkt. Wenn ich jetzt quasi nach rechts drehe, dann gibt es hier einen Treble Boost, also einen Höhenbooster. Und wenn ich jetzt nach links drehe, dann habe ich einen Bass Boost. Müsste mir jetzt fast einmal anstecken, die Gitarre hier, um das zum Abchecken. Okay. Dieses Modell, das ist die 170er, die gibt es auch noch in einer hochwertigeren, also noch mehr hochwertigeren Version. Das ist die AAD 300, die hole ich jetzt noch schnell. Ja, die Ibanez AAD 300 CE. Ich glaube schon, dass es CE geheißen hat. Genau, CE. Auch wieder hier unsere zwei Tonabnehmer, gleiches System, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Dann wieder hier dieser Holzfußausschnitt. So, und was jetzt bei der Gitarre jetzt hochwertig ist, also die Hölzer schauen wir jetzt nochmal hochwertig an. Der Holz ist auch Mahagoni, das schaut jetzt aus, wenn er dreiteilig wäre. Und das Holz schaut auch nochmal ein bisschen hochwertiger aus, weil es halt einfach enger gewachsen ist. Also die Poren halt nicht auseinander, sondern die stehen sehr nah beieinander. Und ja, dann haben wir wieder unser Single Coil drinnen. Und was jetzt ihr wahrscheinlich nicht sehen könnt, die Zarge ist jetzt hier ein bisschen anders. Bei der anderen war die Zarge einfach nur ein schwarz gebeiztes Holz. Hier ist jetzt aber so diese schwarz gebeizte Zarge zwar trotzdem, aber die ist mit einem Streifen Amaranth, also Purple Hot, unterfüttert. Und ja, auch hier das Binding am Griffbrett. Hat auch nochmal eine extra Einfassung drin, also sehr cooles Modell, würde ich sagen. So, jetzt habe ich aber genug über die Gitarren gesprochen. Ich würde sagen, wir spielen die jetzt einfach mal alle an und dann sehen wir es eh, welcher das dein Favorit ist. Ich muss jetzt kurz umbauen, sehen wir uns gleich wieder.
So Freunde, das war jetzt die Präsentation von den Ibanez Advanced Acoustic Gitarren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn du Fragen zur Gitarre hast, kannst du gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn du sagst, hey, ich möchte so eine Gitarre bestellen beim Michael beim Pro Music Shop, dann schau doch mal gerne hier auf www.promusic.shop.de. Wenn du sagst, du möchtest generelle Infos zu diesem ganzen Gebilde hier, dann gibt es ja diese Adresse www.musikstudio-bad.de. Und wenn du sagst, hey, ich möchte die Gitarre vor Ort, die Gitarren vor Ort probieren, so muss es heißen, kannst du gerne vorbeischauen unter Bahnhofstraße 7 in 94424 Anstorf. Oder kannst du vorher kurz mal anrufen, einfach mal nachfragen, wie es ausschaut. 08723 62 99 69. Bis auf der sicheren Seite. Also, wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo da, Kommentar, ein Like oder ruf einfach an, keine Ahnung. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Servus, pfiat euch!